Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nexus Teller, ich bin Spediteur bei den Truckern. Heute möchte ich euch über die Fraktion Trucker aufklären, wo man seine Bedürfnisse erfüllen kann, wo die Lage der Base ist, welche Voraussetzungen man benötigt, um Trucker zu werden, Privatparkplätze und die einzelnen Fahrzeuge, die man mit welchem Rang auch fahren darf. Nun fangen wir an mit den Voraussetzungen, um Trucker zu werden. Kommen wir zu den Voraussetzungen. Um Trucker zu werden, braucht man ein Mindestalter von 14 Jahre und ein Mindestlevel von 2. Ein Führerschein sollte logischerweise ebenfalls vorhanden sein. TeamSpeak 3 und ein funktionsfähiges Headset wird benötigt und man sollte auf jeden Fall gründlich die Regeln gelesen haben, ansonsten wird man nicht sehr weit kommen in der Fraktion. Kommen wir nun zu der Lage der Base. Die Base befindet sich in San Fierro Fallen Tree. Wer nicht weiß, wo das ist, ich habe es euch mal rot markiert auf der Karte. Es ist nur ein Katzensprung von Los Santos und San Fierro entfernt. Las Venturas ist auch nicht weit weg. Nun zeige ich euch, wo ihr eure Bedürfnisse erfüllen könnt. Das hier ist der Trucker-Keller. Dort hinten am Automaten könnt ihr euer Leben wieder auffrischen. Unter der Treppe befindet sich das Bad. Um den Heal-Automaten benutzen zu können, müsst ihr euch da vorstellen und die Taste F oder Enter drücken. Wenn ihr euch im Bad befindet, könnt ihr mit dem Befehl / waschen und / Toilette eure Bedürfnisse, Harndrang und Hygiene wieder auffüllen. Machen wir nun weiter mit den Privatparkplätzen. Auf dieser grünen Fläche dürfen alle Member und Praktikanten ihre Fahrzeuge abstellen. In der Trucker Base befindet sich das große Parkhaus, wo ausschließlich Member ihre Privatfahrzeuge abstellen dürfen. Um ein Fahrzeug hier abstellen zu dürfen, muss man im Memberbereich im Thread Parkplätze einen Parkplatz beantragen. Manche Parkplätze sind ausschließlich für Mechaniker, Ausbilder, Prüfer und Personalbetreuer. An der Parkhauswand in der rot markierten Fläche befinden sich die Sonderparkplätze. Um einen Sonderparkplatz zu erhalten, muss man eine PN mit der Pflichtvorlage, ebenfalls zu finden im Memberbereich, an alle Lieder schicken. Kommen wir jetzt zum letzten und wahrscheinlich wichtigsten Thema, die Fraktionsfahrzeuge. Ich werde euch nun die Fraktionsfahrzeuge vorstellen, nacheinander und nach dem Rang sortiert, in einer kleinen Präsentation. So, das war's jetzt von den Fahrzeugen und auch von diesem Video. Ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer als vorher. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich muss jetzt los. Bis dahin, tschüss.